Ja, hallo, hier ist wieder Trello. Ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge Oxygen Not Included in der Chaos-Kolonie. Und ja, ihr seht schon, worauf es auch heute wohl wieder hinauslaufen wird. Es wird gebuddelt, gebuddelt und noch mehr gebuddelt. wir haben hier nach wie vor die Zugänge, Abgänge in beide Richtungen. Und ich glaube, wir können sogar schon, ja, wir können jetzt auch da alles zerlegen und hier alles ausgraben und ja, währenddessen kann hier weitergemacht werden und wir wechseln direkt wieder hierher, wo es noch ein bisschen mehr zu tun gibt. Ich hatte ja gestern schon hier überlegt, wie machen wir es am schlauesten, und meine Entscheidung ist gefallen. Wir gehen erstmal hier durch, um das alles so rauslaufen zu lassen, und hier unten bauen wir einfach ein paar Ziegel mal schnell eben rein, 3 Stück, dann können wir das ganze Wasser von dieser Höhe hier abtransportieren. Wir brauchen dann auch noch einen hier und hier, aber dann können wir das alles einfach hier reinlaufen lassen. Das wird dann auch von dem Salzwasser hier oben was sein, aber egal. Ist ja egal, wir müssen hier ja nicht nur verschmutztes Wasser sammeln. Das auseinander sortieren können wir später noch, weil ich will das hier weghaben und ja. Schöner wäre es natürlich gewesen, das anders zu machen, aber naja, es ist nun mal so, wie es ist. Gleichzeitig können wir dann uns auch vielleicht die Seite hier rechts vornehmen. Fangen wir hier an. Machen das vielleicht mal eben so. Dann könnten wir nämlich von hier aus auch noch die Sachen hier mitnehmen, ja. Vielleicht ist es dann auch sinnvoll, hier ein paar Ziegel hinzusetzen, dass wir hier nicht noch mehr Gase Richtung Weltall lassen. Das wird auf Dauer nicht komplett zu vermeiden sein, aber das Ganze ein bisschen zu... Ne, das machen wir lieber anders. Wir nehmen lieber den hier weg und dann den. Dann kann all das hier auch ablaufen. Da müssten wir nur hier auch wieder zumachen, weil es auch hier geöffnet ist. Aber das kriegen wir alles hin. Das ist alles kein großes Problem. Geben wir ein bisschen mehr Tempo, dann werden von den Aufträgen, die ich hier und da so verteile, auch gleich mehrere erledigt. Der Schnee fällt sowieso gleich runter. Ja. Zack, zack, da kommen wir auch hoch. Ja, wir kriegen das schon alles ausgegraben. Ups. Nehmen wir das hier oben auch noch mit und... wir können eigentlich auch den Kollegen hier ausgraben. Weil auch das läuft dann erstmal hier nach unten. Und dann können wir nämlich von hier aus dieses Ganze hier alles auch noch mitnehmen. Und später werden wir dann ja, wie gesagt, hier, wir haben hier sehr viel Kühlkapazität. Das werden wir auf jeden Fall in irgendeiner Form anzapfen. Ich weiß noch nicht, wie wir das wo nutzen, aber ja, vielleicht gibt es ja auch, und da kann ich direkt eine Frage beantworten, die in den Kommentaren waren, ob man die Ressourcen auch zwischen den Asteroiden hin und her schicken kann. Ja, Entschuldigung, das kann man. Und das kann man sogar inzwischen halbwegs effizient. Das braucht natürlich alles ein bisschen Strom, aber das kriegt man hin. Ich muss nur mal eben schauen. Hier, genau da sind die Sachen. Und zwar mit dem interplanetaren Launcher kann man die Sachen hin und her schicken. Funktioniert im Grunde so, man packt die Ressourcen dahin, lässt die über einen Transportband oder Wasserleitung oder wie auch immer dorthin bringen und kann die dann auf einen anderen Asteroiden auswählen, den man hier auf der Karte aufgedeckt hat. Und je nach Entfernung wird dann mehr oder weniger Energie benötigt dafür. Und so habe ich mir gedacht, könnte man dann ja auch recht gut kühle Flüssigkeiten irgendwo hinschicken, um den Bereich da zu kühlen. Das müsste ja auch möglich sein und funktionieren. So, hier machen wir mal direkt weiter. Da geht es auf jeden Fall
Naja, wenn er da gleich unglücklich reinfällt. Aber so wie es aussieht, ja doch, es könnte doch passieren. Nee. Weil wenn er jetzt hier, obwohl da wäre auch ja rausgekommen. Quatsch, was rede ich denn? Okay, dann geht es hier weiter mit dem nächsten Schritt. Jetzt kommen wir aber in die Situation, dass wir hier wieder ein bisschen mehr Wasser haben und sogar ein bisschen Rohöl. Das hier pumpen wir ab. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Einmal in den Tank und in diesen Tank. Ah, übrigens haben wir hier eine Temperatur erreicht, mit der wir gut klarkommen. Und wir haben uns auch das hier lange nicht mehr angeschaut. Das sieht auch gut aus. Schön, es ist nur hier oben noch sehr problematisch. Ach, da ist noch was, okay. Das heißt, nochmal eben für mich, weil auch das habe ich mir jetzt lange nicht mehr angeschaut. Beobachten wir mal eben die Gase. Wir haben hier noch ein bisschen Chlorgas. Ansonsten ist hier unten alles top. Hier oben ist alles top. Das heißt, die und die hier können wir mal ausschalten. Und dann sollte das auch klappen, dass wir hier die restlichen Gase noch loswerden. Und oh, dann lassen wir die noch nicht ausgeschaltet, weil das hat sich jetzt gerade wunderbar nach hier oben verteilt. Und jetzt wird es auch gleich ziemlich sicher von unserer Pumpe mal erwischt, oder? Ich hätte die quer bauen sollen. Weil ich weiß nicht. Ich glaube, die saugt immer hier unten ab und die Wahrscheinlichkeit. Ah, okay. Die Wahrscheinlichkeit war doch höher als gedacht. Es hat schon funktioniert. So, jetzt noch hier die letzten Sachen und dann haben wir hier einen wunderschönen Raum mit viel CO2 gefüllt, so dass hier nichts anderes ausgasen kann. Okay. Gut. So, hier geht's auch recht schnell weiter, aber wirklich schnell. Mein Gott. So, weiter geht's hier. Ja, man merkt schon, die haben hier nicht so ganz viele andere Sachen zu erledigen momentan, ne? Bin gespannt, wie gut wir das hier hinbekommen, wenn wir nur hier rechts die Lufterfrischer haben, ob die das schaffen, in dem gesamten Bereich ja auch alles zu reinigen. Das hat in der Vergangenheit schon ganz gut funktioniert. Schauen wir mal. Gut, ich wollte eigentlich aber den Fokus nach wie vor hierauf legen. Da müssen wir da nochmal Ziegel bauen, den nochmal ausgraben. Okay, hier werden wir gleich mal aufwischen müssen, sonst fließt das weitere Wasser hier nicht ab. Passiert immer dann, ne? Es ist hier ein bisschen was davon und nur ein bisschen was davon, zu viel, als dass es fließen könnte. Ihr seht das ja hier, ne? Jeweils 39, ein bisschen Gramm und dann bleibt es einfach an der Stelle stehen und schafft, so unlogisch das auch ist, hier mehrere tausend Kilogramm verschmutztes Wasser zurückzuhalten. Naja. Das gleiche Problem werden wir hier haben, nur noch nicht. Ah, ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Hier ist eher das Problem, dass da wahrscheinlich ein bisschen was. Ah ja, ne, 9,9 Kilogramm verschmutzter Sauerstoff. Ist mehr als ein bisschen, aber man sieht dieses interessante Verhalten, aber dem machen wir uns, das machen wir uns ja auch oft zunutze, ne? Beispielsweise in Flüssigkeitsschleusen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier schon eine haben. Nö, sieht nicht so aus. Und so, das Graben erledigt. Hier sehen wir gerade wunderschön, wie Flüssigkeit kühler wird und dann. Ne, doch nicht. Es bleibt tatsächlich Eis, ja. Wie sich das Ganze abkühlt. So, das Graben ist hier oben jetzt größtenteils erledigt. Jetzt müssten hier noch ein paar Ziegel gebaut werden. Das klappt auch. Da muss jetzt noch mal einer hin, weil der hier geschmolzen ist. Okay. Da mache ich vielleicht da auch noch direkt einen hin.
So, was wir jetzt hier noch mal eben machen werden. Und zwar, achso, da haben wir eine Leiter, okay. Dann setzen wir den vorübergehend hier auf die andere Seite. Nämlich eine Möglichkeit, Schnee und Eis von hier oben gleich wegzubringen, damit das nicht immer wieder, ja, als Flüssigkeit da ankommt. Habe ich irgendeinen Nutzen davon? Oh, wir müssen gleich schauen. Die Eisbiome hier aufrecht zu erhalten. Graupelweizenkörner hier anbauen, brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Aber das wäre schon mal ein Einsatzzweck, ja. Ist auch hier unten unfassbar kalt. Das könnten wir auch hier unten machen. Ne, dann bringt das das eigentlich nichts, weil dann können wir hier vielleicht so... Ja, wir werden hier recht viel noch graben. Habe ich gerade beschlossen. Achso, wir haben jemanden eingeklemmt. So, wo ist es denn? Percy Creeper. Was? Wenn ihr so eine Situation mal habt, wie ich jetzt hier gerade, ne, die sieht ja auf den ersten Blick ziemlich aussichtslos aus. Ganz wichtig, Pause machen und noch wichtiger, sich das Ganze anschauen. Was können wir jetzt für Möglichkeiten, was wir machen können? Möglichkeit 1 ist, wir müssten ja nur von hier rüberkommen. Das heißt, wir können jetzt schauen, was haben wir hier für Material liegen. Okay, das ist nicht so ganz viel passendes. Magmatit sehe ich zum Beispiel, 920 Kilogramm. So, dann könnten wir hingehen und bauen hier eine Leiter aus Magmatit hin. Und wenn die gleich gebaut ist, das müsste Percy Creeper ja machen können. Wichtig ist da immer auch nochmal nachschauen, ob er wirklich bauen kann. Also am einfachsten geht das immer unter Fertigkeiten. Dann suchen wir uns Percy Creeper. Da ist er. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht noch in den Prioritäten mal eben schauen. Wobei er kann da an der Stelle, wo er ist, nicht viel anderes machen. Es kommt manchmal vor, ich weiß gar nicht, hier habe ich zum Beispiel bei Maxman jemanden, der nicht graben kann. Auf sowas müsst ihr natürlich achten. Ne? Ist nicht, dass ich ihm das verboten habe, sondern aufgrund seiner Eigenschaften kann er das einfach nicht. Eine zweite Möglichkeit, wie wir ihn hier retten könnten, ist, indem wir nicht dort eine Leiter hinbauen, sondern indem wir dort ausgraben. Dann kommt er nämlich darunter, darunter und kann dann hier entkommen. Das werden wir jetzt auch mal so machen, weil ich glaube, dass das noch schneller geht. Dann nimmt er sogar noch ein bisschen Schleim mit und ist schon wieder gerettet. Das ist mit einem Schutzanzug ja sowieso in der Regel nicht ganz so dramatisch, aber ja, trotzdem, das Wichtigste ist Ruhe bewahren, sich in aller Ruhe die Umgebung anschauen, Pause auf jeden Fall direkt machen und fast immer gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze zu retten. Gut, das können wir alles so machen, da haben wir die Leitern schon gebaut, okay. Dann könnten wir uns hier schon mal die nächste Ebene vornehmen. Ich mache das immer in diesen Dreierabständen dazwischen, damit es mir danach einfacher fällt, die Reihe darüber zu zerlegen. Ne? Ihr seht das nämlich, wie schnell die da oben rankommen. Und wenn ich hier jetzt hingehe und den nächsten Bereich ausgrabe, machen wir das mal bis da. Und hier so, dass wir eventuell dort hoch könnten. Ich sehe jetzt gerade noch, da fehlen auch noch Leitern. So, und das nochmal weiter bis da. Und auch hier unten können wir das bis da machen. Okay. So, hier muss jetzt auf jeden Fall mal stopp, nicht gegraben werden, sondern gewischt werden, damit die Flüssigkeit nachrutschen kann. Das gleiche eigentlich. Oh, da ist noch was, was wir ausgraben müssen. Den auch, damit wir hier die Flüssigkeiten loswerden. Und hier dann auch. Gut,
dann hatten wir, glaube ich, gerade schon mal darüber gesprochen, dass ich hier ja auch ran möchte. Dort. Dann nehmen wir hier oben die Flüssigkeiten. Ah, falsche Taste. Habe ich H gedrückt anstatt G. Mit H springt ihr übrigens, für die, die das nicht wissen, ne? Mit H springt ihr immer zurück zu eurem Minipod. Ah, den muss ich noch aktivieren. Und das aktivieren kann, glaube ich, nur jemand. Sollen wir mal eben schauen, das kriege ich ja so gar nicht aktiviert. Auch das als Info für euch, wir brauchen dafür jemand mit Feldstudien. Moment, das müsste mir doch hier eigentlich angezeigt werden, oder? Ah, ist doch möglich. Ah, okay, dann brauchen wir nur... War das immer so? Ach stimmt, man braucht jemanden hier. Dafür muss man die entsprechende Forschung am Feldstudien. Ja, das war das, stimmt. Naja. So, hier könnten wir jetzt was auswählen. Ich nehme auch mal die Sohle. Wenn die Ziegel gleich gebaut sind, dann kann es hier weitergehen. Ja, so. Hier ist auch noch wieder eine ganze Menge Wasser sogar. Das wird hier überall noch voll sein. Ja, hier sind auch überall Sachen, die schmelzen werden und dann dafür sorgen, dass noch wieder mehr Flüssigkeiten gibt. Mir rutscht gerade das Headset vom Kopf. Was ich eigentlich machen kann, statt diesem Wischen hier. Das wäre auch die bessere Variante. Wir graben hier die Sachen mal aus. Dann gibt es hier für die Flüssigkeit ein bisschen mehr Platz, dass die ablaufen kann. Dann kommt es nämlich nicht zu solchen Blockierungen, wie wir hier jetzt haben. Das gleiche machen wir hier. Aber sonst, da werden wir nie aufhören zu wischen. Vielleicht hier auch noch. So. Weil bei zwei Feldern Höhe, ne, da ist es immer so zwei verschiedene Flüssigkeiten und sofort ist das Ganze blockiert. Ja, hier müsste ich, ja, machen wir auch. Da tauschen wir einfach das gegen den Gitterziegel, dann kann das Wasser dadurch und der Lufterfrischer trotzdem funktionieren. Aber ist schon viel kleinteilige Arbeit hier, ne? Hätte ich selber nicht gedacht, dass ich da so lange beisitze. Aber wir haben es ja auch bald. Nehmen wir es positiv. Wie machen wir das hier? Da müssten wir im Grunde da eine Leiter dazwischen haben. Dann können wir das hier nämlich auch, ja. So machen wir das. So, das noch aus dem Weg. Und wo wir im Grunde anfangen könnten zu wischen, wäre hier oben. Das könnten wir alles mal anfangen. Aber wir haben hier noch ein bisschen was. So kommen wir da auch an, dass wir hier das letzte bisschen Flüssigkeit wegbekommen.
Immer was ganz anderes, was mir gerade so einfällt. Habe ich übrigens überhaupt schon irgendwas hier gemacht für die Sauerstofferzeugung? Nee, ne? Das läuft alles noch über die Gase, die überall entstehen. Vielleicht sollte ich hier auch mal einen Sauerstoffdiffusor aufstellen. An Algen kann es hier ja nicht mangeln auf diesem Asteroiden. So viel Schleimbiome, wie es hier gibt. Wirklich faszinierend, wie das, wie langsam das hier immer noch alles abläuft. So, das stellen wir ein auf nur beim Aufräumen und verflüssigbar, damit wir hier keine Endlosschleife bauen und die immer wieder Material dahin bringen, in den automatischen Räumer, was hier unten schon liegt, sondern wir wollen ja nur hier oben aus den Eisbiomen später mal aufräumen. So, das hier kann jetzt ablaufen. Den können wir vielleicht noch mal wegnehmen. Und den. Aber dann ist auch kleinkariert genug hier oben. Dann wischen wir einmal von hier an alles weg. Obwohl, hier ist auch noch was, ne? Das auch noch raus. Und wenn ich das dann gleich alles aufgewischt habe, dann fällt hier Eis und Schnee runter. So, wir wechseln noch einmal. Sehr schön, ich glaube, hier hat sich gerade das Rohöl auch gesammelt. Das könnten wir mal eben aufwischen, dass wir das nicht hier unten reinbekommen. Ah, wir sind gerade am Ende eines Zyklus, okay. Ich bin doch vorhin mal hier im Forschungsbild gewesen und habe dann aber nicht weiter drüber nachgedacht, ob wir hier vielleicht schon was anderes einstellen können. Nee, können wir nicht. Wir müssten unseren Forscher ins Weltall schicken, damit es mal weitergehen kann. Bin mir allerdings nicht so wirklich im Bilde. Okay, wir haben ja nichts zu essen drin. Die Toilette ist nicht gefüllt. Dafür ist ein bisschen was an Sauerstoff da. Was habe ich denn hier eingestellt? Beere. Ach so, ja, das bleibt ja jetzt auch nicht mehr ewig hier haltbar, ne? Aber ich glaube, Wühlfruchtkonserven schon. Vielleicht nicht ewig, aber die halten auf jeden Fall länger als der Rest. Wühlfruchtkonserve, 55.000 Kalorien. Okay, so, dann schauen wir uns das mal an. Na, wenn hier eine Anzeige ist, frisch 100%, würde ich bedeuten, dass es doch auch schlecht werden kann. Ja, aber dann ist es so. Okay, hier können wir jetzt auch die letzte Pumpe abschalten. Ich reiß das mal alles noch nicht ab. Sondern lass es hier, falls es doch noch irgendwelche Probleme hier mal wieder gibt. Aber ehrlich gesagt wüsste ich aktuell nicht, wie die wo entstehen sollen. Nehmen wir immer die unterste Reihe für Pilze, ja, ne? Dann macht es, glaube ich, Sinn, den ersten auszugraben. Ich pflanze hier mal noch 5 mehr ein. Und dann kommt hier jetzt gleich ein Lagerverdichter hin für unseren Schleim. Und der kann ja eigentlich nicht ausgasen, weil wir hier mehr als genügend CO2 haben. Ich
Weiß gar nicht mehr, wo ich den Schleim hingeworfen habe. Habe ich den hier mit reingeworfen? Schleim. Okay, dass da was liegt, ist klar. Ah, Moment, wenn ich jetzt gar keinen Ort habe, wo das hingeräumt wird. Doch, hier liegt er. Ja, dann wird da der Großteil des Schleims liegen. Obwohl, ich habe knapp 60 Tonnen. Damit das nicht immer hin und her geräumt wird, machen wir ja mal Folgendes. Wir sind fast bei 60. Wenn wir dann 4 Stück aufstellen, können wir ja 80 Tonnen reinpacken. Dann stelle ich das so ein, dass der direkt hierher gebracht wird. Und jetzt habe ich es mal über die Taste gemacht. Das muss ich mir echt noch angewöhnen, die Taste fürs Einstellen und Kopieren. Und dann packen wir hier noch 3 weitere hin. Und dann kommt der Schleim wieder hier rein, weil jetzt können wir das ja ohne Probleme machen. Können den CO2-Druck hier drin eigentlich nicht verlieren. Aber naja, so wie bei dem Atomreaktor eigentlich nichts passieren konnte. Jetzt haben wir es aber hier oben. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage und da würde mich... Okay, wir müssen hier wieder noch ein wenig einmal durchwischen, damit hier auch der Rest noch vernünftig ablaufen kann. Die 33 Gramm hier blockieren alles. Ob es Sinn macht, was ihr meint, das würde mich mal interessieren. Hier oben schon alles jetzt einfach ausgraben, schnell, dass wir hier quasi den Asteroiden so auf dieser Höhe hier abschließen. Würde mich mal eure Meinung interessieren und ja, dementsprechend machen wir das dann oder wir machen es nicht. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Aber ja, tendenziell werden wir das machen. Es sei denn, ihr haltet das für totalen Quatsch, dann denke ich nochmal drüber nach, aber so. Das hier eher so mache, dann kann ich ja auch von hier aus noch das Wasser mitnehmen, ne? Ja. Sollte funktionieren. Und wenn wir dann schon dabei sind, machen wir doch auch noch. Wie kriegen wir das denn hin? So, so, ja, das müsste gehen. Das, ne? Wir kriegen schon die ganzen Flüssigkeiten hier noch raus. Ja, bloß wir werden hier immer mal wieder wischen müssen, weil wir hier auch unterschiedliche haben und das wird sich dicht setzen. Naja, wir lassen es erstmal jetzt abfließen. Hier auch. Gut. Ja, genug gegraben heute, genug Flüssigkeit. Genug Flüssigkeiten, die hier angekommen sind. Jetzt bin ich immer noch nicht damit durch. Ich hatte eigentlich gedacht, wir kriegen es heute hin. Das war auch wieder nichts. Naja, ist wie es ist. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ja, wenn dem so ist, ne, ihr wisst ja, da unten ist der Button mit dem Daumen nach oben. Da mal eben draufklicken. Tut nicht weh, mir hilft's. Und ich sag Dankeschön dafür. Macht's gut. Ciao.